Stell dir vor, du bist 17, total verliebt und erwartest ein Kind. Jetzt findet der Staat aber, dass du dafür eigentlich noch viel zu jung bist. Er nimmt dir nicht nur dein Neugeborene weg, sondern sperrt dich auch noch in eine geschlossene Anstalt. Unvorstellbar, das war fast 40 Jahre lang die traurige Realität für Tausende von Jugendlichen in der Schweiz. Eine von ihnen ist Ursula Biondi. Danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst. Das ist klar. Ursula, was hast du genau verbrochen, dass du mit 17 in ein Frauengefängnis gekommen bist? Ich war jung. Ich hatte ein Temperament. Ich habe rebelliert. Und zu guter Letzt habe ich ein Baby bekommen von meiner grossen Liebe. Und das war der Grund, wo der Staat gedacht hat, die muss man nachziehen. Also, du bist wie noch zu jung, oder was hast du in diesen Augen falsch gemacht? Was ich falsch gemacht habe, ich habe mich im falschen Mann verliebt. Ich war zwar ein Schweizer, aber er war noch im Heiratsverbot. Weil damals hat es das noch gegeben. Er ist schuldig geschieden worden, weil er seinem Nebenbuhler Spitalreif geschlagen hat. Und mir ist dann das zum Verhängnis geworden. Als ich ihn dann kennengelernt habe, hat er noch ein Jahr Heiratsverbot gehabt. Wir haben uns ziemlich schnell verliebt, weil wir haben beide Probleme gehabt. Bei mir daheim ist es nicht mehr gegangen, schon seit Jahren. Und wir haben ziemlich schnell beschlossen, weißt du was, wir machen doch unsere eigene Familie. Dann redet uns niemand mit rein. Und das wäre eigentlich noch gegangen, wenn er das Heiratsverbot nicht gehabt hätte. Aber zu dem Mann noch, ich war erst 17 und wir konnten nicht zusammenleben. Das war verboten damals in der Schweiz, das Konkubinatverbot. Und er wäre eigentlich ins Gefängnis gekommen wegen mir, weil ich noch minderjährig war. Er hätte 5 Jahre riskiert. Und wir haben uns zu fest gern gehabt. Wir wollten nicht getrennt sein. Ja, was ist uns geblieben? Wir mussten ab. Wir mussten ins Ausland. Vor allem dort, wo ich dann schwanger war, hat mein Schatz mir gesagt, damals, wir müssen gehen. Sonst passiert dir das, was anderen passiert ist. Er hatte ja Freundinnen, die er gewusst hat, das ist denen passiert. Dann hat man Babys zwangsabortiert. Und nachher, die einen, die Pech hatten, hat man dann noch zwangssterilisiert. Und wir wollten unsere Zukunft behalten. Das heisst, das Baby im Bauch. Jetzt sind wir ab auf Italien, Frankreich, Spanien, ein bisschen überall. Und wir dachten, wir kommen dann wieder zurück, wenn das Kind da ist. Und dann, das Ziel war eigentlich, das Dritte zu meinen Eltern zu gehen. Und dieser Satz bleibt mir noch heute, wo er mir sagt, wer will dann eine Familie sprengen. Und das haben dann aber doch einige ja. Ein bisschen anders gesehen. Du hast sozusagen zu den administrativ versorgten Jugendlichen gehört. Was bedeutet das, administrativ versorgt? Für mich ist das ein Hüllwort. Das ist ein Hüllbegriff. Das versteht ja fast niemand. Das heisst für mich aufgezwungene Schicksale. Für mich bedeutet das, also das, was wir erlebt haben, die Jugendlichen dort drin, oder auch in anderen Strafanstalten, das sind Verbrechen an der Menschenwürde. Wir müssen vielleicht darauf eingehen, was haben die Leute, also was hat man müssen machen oder was war der Fehler von den meisten, dass sie eingesperrt worden sind? Was sind Gründe? Wir haben einfach damals nicht in die Norm gepasst. Und wenn ich mir überlege, wenn man mir sagt, ah, ihr habt halt nicht in die Norm gepasst, wir haben nicht in die restriktive, heuchlerische, doppelte Moral eingepasst. Sind unseren Bedürfnissen und unseren Gefühlen gefolgt. Und das ist aber tausende Menschen in dieser Schweiz ist das zum Verhängnis geworden. Wir sind eigentlich Pionieropfer. Weil wir haben unsere Tabus brechen. Wir haben uns gewehrt und sind in furchtbare Situationen gekommen. Was meinst du, wie es mir gegangen ist? Im dritten, vierten Monat schwanger auf der Flucht, in den Wäldern müssen schlafen. Nur schauen, dass ich mich das Kind behalten kann. Es hat damals, also wir reden hier von den 40er bis 81. Bis 81, genau. Ja. Was ist so? Es hat einen Gesetzesartikel gegeben, der geheißen hat, zum Beispiel, wenn man den Eltern nicht gehorcht. Das ist das alte
ZGB, das heisst Zivilgesetzartikel, der heisst zum Schutz der Jugend, ich kann ihn jetzt nicht auswendig. Ich bin dort reingekommen unter dem Alt-ZGB 283 und 284. Das hätte ja eigentlich zu meinem Schutz sollen sein. Und meine Eltern haben damals wirklich, sie sind auf die Amtsvormundschaft. Und ich kann meine Eltern auch verstehen, dass die wahnsinnige Angst hatten um mich. Und ein geschiedener Mann, der noch im Heiratsverbot war, das ist damals in den Augen der Behörden und von meinen Eltern und von der Umgebung. Und das sind übel beleumtete Männer gewesen. So hat man denen gesagt. Und dann ist natürlich meine Mutter, hat furchtbare Angst gehabt. Sie hat dann auch die Interpol eingeschaltet, wie sie mich gesucht haben. Und sie ist dann auf die Amtsvormundschaft und sie hat dort nach einem Beistand gesucht. Ich hatte keinen Vormund gehabt. Und sie war im guten Glauben. Ein Beistand ist da, ist eine Person, die dir beisteht. Und sie hatte blindes Vertrauen gehabt in die damalige Behörde und hat dann eigentlich für ein geeignetes, geschlossenes Erziehungsheim, wo sie zu ihrem Schutz und zum Schutz für das ungeborene Kind, also dann in so ein Heim kommt. Und sie hat, ich ja, darauf einsteigen, weil ich habe gerade gesehen, dass der Kevin Lehmann fragt, was ist schlussendlich mit dem Kind passiert? Also du bist eigentlich schwanger auf der Flucht gewesen, ja, bist per Interpol gesucht worden und nachher... Ja. Also ich bin dann mit meinem Schatz, eben, wir sind auf der Flucht gewesen, wir haben versucht, die 9 Monate durchzustehen. Und es war gefährlich gewesen, weil mein Schatz ist ja, wenn man ihn verwünscht hätte, wäre wegen mir 5 Jahre ins Gefängnis gekommen. Ich wollte ihn schützen und er hat mich schützen. Und wir hatten dann sehr viele Freunde in Italien, also respektive seine Freunde und auch in Frankreich und in Spanien, wo wir Unterschlupf hatten. Aber als wir zurück waren in Italien, hatte ich plötzlich Bauchweh und ich musste ins Spital. Und dort musste ich natürlich dann sagen, wer ich bin. Und dann haben sie herausgefunden, dass ich eine Schweizerin bin und dass ich noch minderjährig bin. Dann haben sie gesagt, sie können mich leider nicht in Italien behalten. Sie müssen mich an die Grenze bringen. Oder? Und ich hätte ja dort 100 Mal können ab. Das war ein Polizist nach in Zivil, der mich an die Grenze gebracht hat, der sehr nett war. Und wir sind ja noch essen. Er hat mich noch eingeladen zum Mittagessen. Und ich hätte 100 Mal können ab, wenn ich gewusst hätte, was mir nachher passiert, ich wäre doch nie mitgefahren. Also sie haben dich dann dort eigentlich aufgelesen, zurückgebracht und du hast das Kind nachher in der geschlossenen Anstalt das bekommen. Das war dann so gewesen. Ich bin dann gerade von Chiasso her, ist gerade ein anderer Wind hat dich geweht. Gerade mit Handschellen abgeführt in eine Zelle rein, musste dort übernachten. Nach einem anderen Tag ist sie zu Urania gegangen, weil die haben immer Angst gehabt, dass ich wieder flüchten könnte. Und dann von dort aus hat man mich ins Polizeigefängnis in Bern hat man mich, auch noch 10 Tage drin gesteckt, weil es im braunen Trakt, haben wir dem gesagt, von der administrativen Sorge, also von den jungen Menschen, dort hat es noch keinen Platz gehabt. Es war noch keine Zelle frei gewesen. Weil die Zellen haben ja bezahlt werden, oder? Das war ein lukrativer Trakt gewesen, nicht wie der von den Verurteilten. Und da musste ich dort ausharren. Schwanger, eingesperrt, dann sind sie mich geholt und dann bin ich auf Hindelbank gekommen und das ist ein Verbrechen der Menschenwürde, was dort drinnen passiert ist mit uns Jugendlichen. Das hat überhaupt nichts mit der Erziehung zu tun gehabt, nicht einmal mit Strafen. Da ist es ums Brechen gegangen von der Persönlichkeit. Von den Jugendlichen, dass wir uns schlussendlich als sämtliche Institutionen und ist ja dann gleich zu welchem Preis sollte da anpassen. Also was heißt es ist eigentlich konkret? Nur darum gegangen. Wie hat der Alltag ausgesehen? Was der Alltag hat so ausgesehen, also nur schon, als ich dort angekommen bin, die haben mich überall durchsucht, ob ich etwas versteckt habe. Und dann war natürlich mein erster Schock, ich habe gemeint, ich komme in ein Heim. Und dann wo ich in das, ich hatte zuerst ein Zimmer und dann sehe ich schon die Gitterstäbe. Und in dem Moment, wo ich mich aufs Bett setze, höre ich die Tür, wie die zugeht. Und die Zellentür tönt einfach anders, wie einfach eine Zimmertür. Ich drehe mich um und sehe, die Zellentür hat keine Tür fallen.
Und dort habe ich meinen ersten Klaustrophobieanfall bekommen. Und habe mich dann zusammennehmen wegen meinem Kind. Mein Kind hat mich eigentlich gerettet. Sonst hätte ich, glaube ich, wäre grausam durchgedreht. Und habe dann müssen als Fenster zu diesen Gitterstäben Luft holen. Ich habe gemeint, ich gehe zusammen. Nach 3 Stunden sind sie mich dann geholt und dann habe ich schon die anderen dann gesehen. Es hat dann einen Tee gegeben. Es ist, glaube ich, am Nachmittag, als ich dort eingeliefert wurde. Und du hast dort einen grossen Esssaal gehabt. Du hast nie allein in dem Hindelbahnkommandant laufen. Du bist immer gruppenweise. Oder es hat immer eine Wärterin gehabt. Man hat nicht Aufseher gesagt. Das waren Wärterinnen oder ein Wärter. Und dann bist du immer von einem Bereich, ob das der Esssaal war oder der Arbeitsbereich oder der Wäschküchenbereich. So bist du dann eingeteilt worden. Und du hast auch eine Nummer gehabt. Ich war Nummer 94. Also ihr seid dann eigentlich zur Zwangsarbeit dort verdunkelt? Zwangsarbeit. Meine erste Arbeit war, weil ich schwanger war, hat mir der Direktor gesagt, ich weiss das noch gut, hat mir einen grossen Schlüsselbund aufs Pult gelegt und gesagt, ihr seid schwanger, ihr müsst euch bewegen. Ihr müsst den ganzen Zellentrakt, alle Gänge aufwischen und aufwaschen. Und nachher sämtliche Zellen der administrativ Versorgten auf Sauberkeit kontrollieren. Und die, die es nicht sauber gemacht haben, abhaken, die werden gestraft. Und das war meine Aufgabe zuerst. Also noch am Morgen und am Nachmittag musste ich Sockenlismen für den Tor, also für den Häftling vom Thorberg. Und das haben meine Eltern überhaupt nicht unterschrieben gehabt. Die haben unterschrieben, dass ich eine Haushaltslehre lernen sollte, also machen, und eine Säuglingspflege. Die haben ja fast 7'000 Franken gezahlt für das. Und das im Gegensatz zu denen, die quasi gemordet haben und gratis. Die selber sind natürlich vom Staat freigehalten worden. Ja. Und die haben natürlich auch die haben genau gewusst, vom richterlichen Beschluss, wenn sie rauskommen. Mhm. Das haben wir alles nicht gewusst. Mhm. Wir sind ja Underdogs, sind wir genannt worden, die Unterhunde der Häftlinge zum Teil. Eben, wir sind dumm, wir haben uns verwütscheln oder schwanger oder was immer. Das ist grauenhaft, grauenhaft dort drin. Sag mal kurz zum Zurückkommen. Du bist schwanger gewesen und wo hast du dein Kind bekommen? Dann ist das so gewesen. Also ich bin jetzt, das ist im Hochsommer gewesen, im August, um 1:30 Uhr morgens plötzlich grausame Schmerzen. Und ich habe ja nicht gewusst. Damals war man noch nicht so aufgeklärt gewesen wie heute. Und ich habe nicht gewusst, was das ist. Und habe grausige Panik bekommen. Aber wir hatten ja kein Licht in dieser Zelle. Wir hatten keinen Lichtschalter gehabt. Wir hatten kein Interphone gehabt. Wir hatten keine Tür fallen, die du rütteln konntest. Das einzige Telefon, das ich hatte, war mein Holzzockel. Wir mussten so Zockel tragen. Ich habe den genommen, an die Wand geschlagen und wie ein Verrückter an die Tür, dass mich die anderen hören. Und so hat sich dann eine um die andere ist dann verwachen. Und so ist nachher der ganze braune Trakt geklopft wie wahnsinnig. Dass man mich nach etwa einer halben Stunde ist, man mich dann geholt. Aber ich hatte grausam Angst gehabt. Und dann hat man mich direkt transferiert nach, ins Inselspital in Bern. Und dort, was ich dort erlebt habe, das ist in dem Moment, wo das Kind da war, das heisst, Nabelschnur durch, das Kind war weg, ich habe nur noch das Füderli gesehen und ich habe es nur gehört schreien. Ich habe nicht einmal gewusst, ob es ein Bub ist oder ein Mädchen. Das Kind war weg. Und ich bin noch zu fest noch ein bisschen, also im französischen Sicherhaus war, ich noch nicht gewusst. Und dann hat man mich so eine halbe Stunde einfach liegen lassen. Und dann bin ich so ein bisschen neugierig geworden. Was ist los? Wo ist mein Kind? Und dann habe ich dort so auf einem Tischli ein Zettel gesehen, so ein gefaltetes, und sehe dort nur so halb meinen Namen Biondi. Und ich dachte, ja, das geht ja mich etwas an. Nimm den Zettel und was lese ich? Mutter das Kind nicht zeigen wegen Adoption. Was machen sie in so einem Moment? Sie sind 17,5. Nach 3 Stunden war ich in einem grossen Spitalzimmer, wo es etwa 8 Frauen dort drin waren, zum Glück für mich. Ich habe es immer noch nicht gecheckt. Und dann habe ich gemerkt, wie bei so einem komischen Geschmack, mir hat mir etwas auf den Busen gestrichen. Und dann hat man den Busen ganz eng eingebunden. Und ich fragte die Krankenschwester, was machen die da? Und die ist mir noch sehr frech. Ich soll nicht so blöd fragen.
Das Kind, sie müssen mir die Brust eingampfen, dass die Milch nicht aufschießt. Also einschüsse. Das Kind hat gedacht, so für die Adoption vorgesehen. Und da muss ich sagen, mit 17,5, ich bin dort aufgestanden. Ich habe gemeint, ich nehme das ganze Zimmer auseinander. Und das war nach 3 Stunden nach der Geburt von meinem Kind. Ich habe da drin. Ich habe gemeint, ich schließe alles. Und ich hatte wahnsinnig Glück gehabt, dass ich sehr viele Zeuge hatte. All die Frauen. Wenn ich allein gewesen wäre, niemand, ich hätte eine Spritze bekommen. Und ich wäre wahrscheinlich in die Psychiatrie gelandet. Und ich hätte mein Kind nie mehr gesehen, wie es Tausende, aber Tausende passiert ist. Also das heisst wirklich, Zwangsadoption ist etwas, das ganz klassisch ist. Die Leute sind teilweise auch zwangssterilisiert worden. Es sind unglaubliche Geschichten rum. Zu dem kommen wir nachher gerade nochmal. Weil genau über solche Schicksale hat das SRF in Koproduktion mit Sci-Films einen Film gemacht, respektive sie sind gerade dran. Und wir hätten jetzt den Trabea Egg bei uns zugeschaltet, um gerade schnell zu schauen, wir würden sie live mit ihr skypen. Hallo Trabea, schön, dass du Hallo. Dabei bist. Du bist ja, du spielst im Film Lina liebt, wo es genau um so ein Schicksal geht. Die junge Lina, also eigentlich die Hauptrolle. Wie war es für dich, wo du von so einem Schicksal gehört hast? Also, als ich das erste Mal davon gehört habe, war eigentlich vom Casting-Aufruf. Und das ist natürlich, also ich bin völlig geschockt gewesen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so etwas gegeben hat in der Schweiz, vor allem ich meine, 1980, das ist jetzt noch nicht so lange her. Aber ich hatte wie noch nicht so einen Bezug dazu gehabt. Und erst später auch mit den Vorbereitungen und der Recherche. Und als ich Ursula getroffen habe, habe ich irgendwie mehr darüber erfahren. Und das ist wirklich einfach unglaublich, was diesen Leuten passiert ist. Und fast sprachlos. Du hast Ursula getroffen. Wie hast du dich sonst auf die Rolle vorbereitet? Also einer der schwierigsten Punkte habe ich eigentlich gefunden, dass es halt in den 60er Jahren spielt. Und das heisst, ich kann mich nicht so direkt damit identifizieren, sozusagen. Und wir haben halt viel zum Beispiel Videos geschaut oder eben die Ursula getroffen. Ich habe das Buch von ihr gelesen. Und wir haben irgendwie, ich musste lernen reiten. Aber eigentlich ist schon das meiste um Recherche gegangen. Und, ja. Mhm. Was hast du da für Gefühle dabei gehabt, wo du die Frau gespielt hast? Also ich meine, es sind wirklich sehr intensive Szenen dabei und es ist sehr ergreifend, sage ich mal, wenn man so Szenen muss spielen muss. Und ich kann eigentlich gar nichts sagen. Es ist vor allem die heftigen Szenen, die sind einfach sehr schlimm gewesen auch. Also, Also es ist eigentlich heute fast unvorstellbar, oder? Also, mich würde interessieren, was denkst du, was würde heute passieren, wenn einfach so Jugendliche würden abgeholt werden? Wie würden wir auf das reagieren? Ich denke mal, also erstens es wäre gar nicht möglich, aber ich glaube, wir würden wahrscheinlich, ich denke, es würde irgendeinen Strom auslösen, es würde um die Welt gehen und ich glaube nicht, dass irgendwie das die Öffentlichkeit würde zulassen, dass junge Menschen weggesperrt werden. Ich meine, es gibt viele junge Mädchen, die sehr jung schwanger werden und die irgendwie rebellisch sind heutzutage. Und ich glaube, das wäre nicht möglich. Mhm. Danke dir vielmals für dein Statement. Wir sind natürlich sehr gespannt auf den Film, der bald rauskommt. Danke vielmals für deine Zeit, Trabea. Danke. Was denkst du? Also, sie hat jetzt gerade so ein bisschen angesprochen, heute könnte das nicht mehr passieren. Wir sind auch viel besser vernetzt. Wir können Informationen über das Web, über Social Media durchgeben. Mhm. Was denkst du, was hätte es damals gebraucht, dass das nicht hätte passieren können? Wir haben da damals überhaupt kein Recht gehabt. Das heisst, wir Jugendlichen, wir sind natürlich gedrillt worden, gezüchtigt worden. Nur schon von daheim aus. Nicht alle, aber viele. Zum Beispiel wie bei mir.
Wir hätten viel mehr Schutz gebraucht. Aber damals hat es einfach geheißen, solange du dein Geld nicht verdienst, hast du nichts zu melden. Und ich glaube, das kann man gar nicht mehr vergleichen mit heute. Was einfach, wenn man mir einmal sagt, man kann das nicht vergleichen von damals mit heute, das Leiden geht aber weiter für diese eben jungen Frauen, die jetzt viel, viel älter geworden sind, 60, 70, 80, weil die müssen heute mitschauen und sagen, wieso kann jetzt die Frau, hast du jetzt die gesehen, die ist jetzt Großmutter, die kann mit ihren Enkel spielen. Oder wieso kann jetzt die Jungfrau, die hat doch jetzt mehrere Partner gehabt und sie hat schon ein Kind und jetzt heiratet sie aber einen, der nicht der Vater ist von dem Kind. Und die kann sogar noch weisse killen. Was haben denn wir verbrochen? Wir sind doch nur unseren Gefühlen und Bedürfnissen gefolgt. Wieso haben wir so müssen, zum Teil mit dem Leben zahlen, mit dem Verstand? Darum sage ich ja immer, wir sind Pionieropfer von dieser Gesellschaft von heute, wo sich zum Teil die Freiheit in der, wo sie lebt, nicht einmal hinterfragt. Und das tut weh. Das tut weh. Was es dann eben bräuchte oder könnte brauchen für eine Wiedergutmachung, ob so etwas überhaupt möglich ist und auch wie Ursula das Ganze aufgeschafft hat, das schauen wir an nach einer ganz kurzen Pause. Darum bleib unbedingt dran und bis gerade. Unser Thema heute sind die administrativ versorgten Menschen in der Schweiz. Dazu ist Ursula Biondi bei mir. Ursula, wir haben vorher angesprochen, es sind ganz schlimme Sachen passiert. Mhm. Jugendliche sind teilweise zum Beispiel auch für Medikamente missbraucht, respektive Medikamente sind da reingetestet worden. Man hat den Jugendlichen Kind weggenommen, Zwangsadoption, sehr viel körperlicher Missbrauch. Wie kann man so etwas aufschaffen? Wenn man durch die Hölle ist, sagen wir, wie ich damals, als ich aus Hindelbank entlassen wurde, war ich ganz nah am Tod. Ich habe Hindelbank empfunden wie einen Sarg, wo der Deckel nur noch offen war. Wir mussten so viel zurückstecken. Dann hast du einfach zwei Möglichkeiten. Jetzt zeigst du ihnen sich. Du lässt dich nicht unterbringen. Und ich habe das 33 Jahre gemacht. Ich bin immer in einem Speedy-Tempo. Ich habe enorm viel erreicht. Aber die Sache ist, ich konnte das nie aufarbeiten. Ich konnte es erst etwa vor 15 Jahren aufarbeiten mit einer Psychiaterin. Und dort habe ich gemerkt, mein Gott, was haben die mir für einen Schaden angerichtet, also seelisch. In der Gesellschaft war es kein Problem. Ich habe enorm viel erreicht. Die Sache ist einfach, zum Weiterkommen, wenn so etwas passiert, so eine riesige Ungerechtigkeit, dann ist ganz wichtig, dass man nicht hassen und nicht ins Selbstmitleid verfallen. Dass die Wut da ist und immer wieder der Schmerz wiederkommt und ausbrüllen tut. Und dann kommt ja immer wieder die Freude und immer wieder vorwärts schauen. Das ist ganz wichtig. Aber ich bitte euch, wenn das euch passiert, irgendetwas, versucht, nie zu hassen und der Selbstmitleid, das tötet. Das macht dich kaputt. Und was auch noch wichtig ist, als ich Glück hatte, ich weiß nicht, wieso dass ich das habe, ich habe ziemlich früh gelernt, zu verzeihen. Aber attention, verzeihen heisst bei mir nicht zu entschulden. Ich habe mir dann das einmal so vorgestellt, die Menschen, die mir so das Bein gestellt haben, zwischen 11-jährig und 18, dass mir das fast das Leben gekostet hat oder den Verstand, habe ich versucht zu verzeihen und habe es dann aber bildlich gesehen, wie es dann von mir weg sind mit einem riesen Rucksack. Und da habe ich mir einmal gesagt, den musst du selber tragen. Mhm. Den musst du selber tragen. Der Sukus Peiner fragt jetzt gerade noch, ich denke, so etwas passiert teils immer noch. Ist das so, dass so etwas es gibt auch heute immer wieder Sachen, die nicht korrekt sind, die nicht gut sind. Darum, ich sage ja immer auch der jüngeren Generation, ich gehe ja viele Schulen und wir werden jetzt auch anfangen, in den Universitäten, auch verschiedene Universitäten in der Schweiz, Aufarbeitungen machen, erklären.
anschauen, nicht wegschauen, nicht wie sie es bei uns gemacht haben. Und nicht nur anschauen, auch handeln. Jeder sollte eigentlich sensibilisiert werden in unserer Schweiz, um dass so etwas nicht mehr passiert. Mhm. Das mit der administrativen Versorgung, dass man Jugendliche in Gefängnis reinrührt, deutsch gesagt, wo sie Zwangsarbeit machen, wo sie dann mit Kriminellen, wirklich mit Mörderinnen zusammenkommen, die finden, das ist geil, wenn man die Männer umbringt, wenn man ihnen den Kopf abeinander hat. Ich glaube, das gibt es heute nicht mehr. Aber ja. Es ist eine Wiedergutmachungsinitiative momentan im Umfeld. Aber was würdest du dir ganz konkret wünschen? Ganz kurz, wir sind fast am Ende. Was ich mir würde wünschen, das Ganze, was wir jetzt ins Laufen gebracht haben, wo ja in der Vernehmlassung, es geht jetzt wieder, der ganze politische Kampf, dass das zustande kommt und dass man da jetzt 2017, dass da die ersten Solidaritätsfonds, also Auszahlungen, könnten stattfinden für die Menschen, die das erlebt haben. Und das sind ja keine grossen Beträge in dem Sinn. Es ist einfach eine Anerkennung an das Unrecht. Das ist ja nicht nur ein Unrecht, es war ein Verbrechen, was uns angetan hat. Es ist ja nicht normal, dass man einen Jugendlichen oder ein Kind in ein Heim steckt. Und nachher ist sie im Gefängnis. Und das ist ja so nachhaltig bis ans Lebensende. Wir müssen ja das tragen, bis es gab. Ja. Und es ist ja nicht nur das. Es sind ja nachher auch unsere Angehörigen, unsere Kinder, die müssen das auch mittragen, unsere Paar. Das Leiden geht weiter, genau. Wir sind sehr gespannt, wie das aussieht, wie die Wiedergutmachung wird aussehen. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst, Ursula. Euch die Heime danke vielmals fürs Mitchatten. Es war total spannend gewesen. Jetzt geht es weiter mit Neues und ich würde sagen, ich hoffe, alle von euch haben einen wunderschönen Abend mit. Tschüss zusammen.